Liebe Freunde des Kulturreviers, momentan können wir euch leider keine Veranstaltungen anbieten, aber das heißt nicht, dass hier nichts los ist. Und zusammen mit der Lisa möchte ich jetzt einmal gleich kurz gucken, was hier los ist. Hallo. Hi Lisa. Und ich würde sagen, wir schauen mal hier hinter die verschiedenen Ateliertüren, die wir hier haben. Du gehst in die Richtung, ich in die. Alles klar. Alles klar. Ja, liebe Freunde, und ich stehe jetzt hier vor dem Atelier von Johanna Barth. Und wir gucken mal, ob sie da ist, glaube ich aber, weil die Tür auf ist. Johanna, schön, da bist du. Schönen guten Tag. Schön, dich zu sehen. Auch wir dürfen uns leider nicht umarmen. Aber ich sehe, wir sehen aus wie die Besatzung aus der Schwarzwaldklinik mit unserem weißen Dress. Medizinisch weiß. Medizinisch weiß, genau. Ist aber nicht die Schwarzwaldklinik, sondern wir sind in deinem Atelier. Schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen. Einmal kurz den Boden vielleicht filmen. Das ist ja wahnsinnig toll. Was mich jetzt sofort zur ersten Frage bringt, Johanna, gibt es eine Lieblingsfarbe vielleicht, die du hast? Hat man als Künstlerin überhaupt vielleicht eine Lieblingsfarbe? Direkt schwierige Frage. Ja. Ich glaube, das ist phasenweise. Okay. Also ich habe dann immer so Phasen, wo ich, grün ist super, dann ist grün nicht mehr gut, dann ist blau gut. Also okay. Es ändert sich ständig. Ist auch eine blöde Frage. Wenn man Musiker fragt, was ist dein Lieblingsstück, dann ändert sich das ja auch ständig. Ne? Johanna, schön, dass du... Schön, es hat kurz gehupt, das sind deine Fans schon. Das sind deine Fans, die draußen stehen, die warten, dass du gleich wieder ans Fenster kommst. Ja. Johanna, wir sehen hier so ein bisschen Kunst von dir. Ja. Ich bin jedes Mal total beeindruckt, wenn ich in diese Gesichter schaue. Hier ist es jetzt so ein bisschen verwaschen. Es gibt noch klare Gesichter, da können wir gleich sicherlich vielleicht nochmal rüberschwenken. Ja. Wahrscheinlich das Schwierigste am ganzen Bild, oder? Ja, also ich mache das ja schon jetzt eine ganze Weile und ich habe mit den Gesichtern angefangen und kehre auch endlich immer zu den Gesichtern zurück. Also schwierig, dass wenn man einmal, glaube ich, die Technik raus hat und das Handwerk drauf hat, dann empfinde ich das dann nicht mehr so schwierig. Das sind dann eher andere Sachen, die an dem Bild dann schwierig sind, wie die Komposition oder wenn irgendwas nicht stimmt an den Farben. Ja. Jetzt hast du hier im Kulturrevier dein Atelier, du arbeitest auch zu Hause, hast da auch eine große Möglichkeit, was zu machen. Was schätzt du besonders hier am Kulturrevier? Warum bist du auch gerne hier kreativ und malst hier, wie wir sehen können? Also ich habe jetzt eben mal überlegt, ich glaube, ich bin seit über 10 Jahren hier und das Kulturrevier ist ganz krass in meiner Entwicklung so ein Meilenstein gewesen, weil die erste Ausstellung, die ich hier hatte, außerhalb von meinem Heimatdorf quasi, erste größere Ausstellung und dann relativ kurz danach habe ich auch das Atelier hier bezogen. Ja, und deswegen ist das ein ganz besonderer Ort. Und wie du schon gesagt hast, ich habe zu Hause ein Studio, da arbeite ich momentan primär, habe aber diesen Raum einfach noch für Schulkurse und für Workshops und für Ausstellungen. Okay. Du bist in Warendorf geboren, hast in Hamburg studiert und lebst jetzt schon seit längerem in Hamburg. Also man muss sagen, es geht nach oben für dich. Ja. Jetzt, wenn ich so höre, du hast in Hamburg studiert und wenn wir uns das anschauen, das ist natürlich ganz toll, du verkaufst viele Sachen in die USA, muss man mal sagen. Du hast mir gerade verraten. Du hast jetzt erst neulich ein großformatiges Bild in die USA verkauft. Ist nicht das erste, wird nicht das letzte sein. Warum bist du nicht in Köln oder Berlin oder irgendwo, sondern warum sagst du, Mensch, Hamm ist auch ein Ort, wo ich mich wohlfühle? Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt. Ich fühle mich hier sehr wohl. Wunderbar. Ich mag die Größe. Also es ist einfach völlig utopisch, sich in Hamburg ein Atelier und eine Wohnung leisten zu können. Vor allem als jemand, der, also ich gelte ja quasi noch als junger Künstler, der jetzt gerade so am Anfang steht.
auch was die Verkäufe angeht und so die Ausstellungshistorie. Und das ist in Hamm halt von der Infrastruktur super. Schön. Wir jetzt im Ruhrgebiet, hier so einen richtig tollen Raum zu haben, den man auch bezahlen kann, ist halt wichtig. Und okay, schön. Johanna, am Ende, wie können wir dich erreichen, wie können wir dich kennenlernen, wollte ich schon sagen, wenn wir uns für deine Kunst interessieren, die wir hier ja im Hintergrund auch sehen. Wie bist du im Internet zu finden? Also einmal unter www.johannabarth.de, Barth ohne R, B-A-T-H, oder Instagram Fräulein Barth. Super, liebe Freunde, also sofort den Computer anschmeißen, Fräulein Barth. Johanna Barth, googeln, bestellen. Vielen, vielen Dank, Johanna, dass du Zeit gefunden hast. Schön, dass du hier Teil des Kulturgebiets bist.